Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dungeon Keeper. Das letzte Mal haben wir... Wenn ich weiter in der Stimme rede, habe ich morgen wahrscheinlich gar keine Stimme mehr und das ist auch nicht so witzig. Okay, wo waren wir? Bei den Credits offenbar? Nein. Wir waren... In der letzten Folge haben wir aus der Asche von Rosenburg ob der Zauber die Stadt Keulenschlag erschaffen. Und ich würde sagen, wir setzen unseren Feldzug weiter fort. Ausgezeichnet. Lieblich Knuffeltal. Das Volk von Lieblich Knuffeltal verehrt das gemeine Kaninchen. Schlappohrige Häschen werden regelrecht dazu ermutigt, auf den Feldern rund um den Weiler herumzuhoppeln und im ganzen Gebiet Glückseligkeit, Liebe und noch mehr Häschen zu bescheren. Widerlich, Freunde, widerlich. Einfach, das kann man nicht ertragen. Mal ganz ehrlich, Leute, wer kommt auf die gloriose Idee, eine Stadt Lieblich Knuffeltal zu nennen? Egal, die Stadt klingt so erbärmlich, dass wir die gleich mal angreifen werden. Ausgezeichnet. So Lieblich Knuffeltal ist ja auch so ein Wort, das kann es glaube ich nicht böse sagen. Es ist an der Zeit, den Keeper zu bestrafen, der es gewagt hat, euch an dieser Ecke eures unterirdischen Reichs herauszufordern. Der Preis für Versagen soll Vergessenheit sein. Ausgezeichnet. So, ich wollte ja eigentlich nicht mehr in dieser Stimme reden erstmal, weil mein Hals kratzt schon ziemlich stark. Und vor allem kommt es noch, kommt noch hinzu, dass ich eben gerade schon versucht habe aufzunehmen. Und dann ist auf einmal das Spiel abgesperrt. Also nicht nur das gesamte Spiel, sondern gleich der gesamte PC. Ja, war nicht so witzig. Ich muss das unbedingt bald auf meinen neuen Rechner. Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Du, ich hab, mein Freund, ich hab letzte Folge, letzte Folge hast du schon so viel Stress gemacht, darauf hab ich nicht nochmal Bock. So, also halt die gefälligst die Phrase. So, ja. So. Wo war ich stehen geblieben? Lieblich Knuffeltal ist ein Wort, das du nicht... Nee, Quatsch, das hatten wir schon. Genau. Wir hatten... Was stehen wir mit? Ja, der ganze Rechner ist ab. Eine größere Schatzkammer. Unterbrich mich nicht! Unterbrich mich nicht, mein Kumpel! Mysteriöse Stimme aus dem Off. Lass mich in Ruhe! Sonst kriegst du eine Schelle mit der Hand des Dunkels, des Bösen oder der Hand des... des Verderbens, diese Hand hier auf jeden Fall hier, die ich gerade ja so lustig hin und her wackeln lasse. So. Es wird langsam an der Zeit, dass ich... Gut, ich darf weiterreden. Ich habe jeden Augenblick erwartet, dass das mich wieder unterbricht. Ich wird langsam an der Zeit, dass ich Dungeon Keeper auf meinen neuen Rechner ziehe und ab da von dort aus weiterspiele. Denn wenn der PC schon mitten in einer Aufnahme abschmiert, dann ist das nicht so vorteilhaft. Überhaupt nicht. Wir brauchen ein paar mehr Imps, habe ich den Eindruck. So. Geht doch. Ausgezeichnet. Übrigens ist es ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich schon mehrmals gesagt. Aber dieses Ausgezeichnete, das hat nichts mit Mr. Burns zu tun, also von Mr. Burns und den Simpsons. Das hat eher was mit Mirazi Hackett zu tun. Also jeder, der Tier Kingdom verfolgt hat, der weiß, wer Mirazi Hackett ist, der Auftragskiller von Locken. Und er sollte ja in... Wie hieß die Stadt nochmal? Er sollte auf jeden Fall diesen aramonischen Oberalchemisten da erstechen. Und sobald er das getan hat, hat er ja gesagt, ausgezeichnet. Und dann sollte man ja aus der Stadt fliehen. Ich erinnere mich noch gut daran. So, hier bauen wir erstmal unsere Verstecke rein. Oh yeah. Das sind obermega awesome. So, und ach, da drüben ist auch schon der Eingang, sehe ich gerade auf der Minimap. Sehr schön. Wir müssen uns ein bisschen überlegen, wo kommt die Hühnerfarm rein? Und wo kommt die Werkstatt hin? Das ist die Hauptfrage.
Welche Werkstatt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Werkstatt. Irgendeine. Vielleicht meine ich damit auch die Handelskammer. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe es ja gerade gesagt, aber es ist mir egal. Ich bin gerade total durch wieder. Ich habe nämlich gerade noch fast über eine Stunde Let's Battle TA Kingdoms. Na gut, ich habe es nicht aufgenommen, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ja, und ich bin ziemlich fertig, was das angeht. Deswegen, seid mal vorgewarnt, ich rede gerade mehr Stuss als üblich, also noch mehr, falls es überhaupt möglich ist. So, Verstecke. Hedemit. Warum lasst ihr hier, ihr seid so tolle Fliesenverleger, ne? Weltbeste Fliesenverleger, die wo gibt. Ja, eindeutig sage ich. Und ich weiß, das sieht man zwar nicht, aber ich schüttel gerade mit dem Kopf. Das soll der Ausdruck verleihen, dass ich das nicht ernst meine. Das soll noch zusätzlich mich ausdrücken, dass es total schlechte Fliesenverleger sind. Egal. Das Wichtigste ist auch, hier kann man endlich eine Hühnerfarm reinbauen. Und hier ist das letzte Mal auch das Spiel bzw. der PC eingefroren. Nun gut, hoffen wir, dass es nicht passiert diesmal, aber ich will nichts darauf beschwören, ja. So. So, zack, 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 so. Übrigens muss ich gleich wieder aufhören, auch schon aufzunehmen, weil ich muss gleich dringend weg. Dringend, sage ich. So. Dann bauen wir einmal hier einen Gang lang, zu der Goldader von mir aus, aber das Wichtigste ist, dass wir hier einen Trainingsraum auch bauen. So, zack. Oh, das wird ein Oschi von Trainingsraum. Das wird Papa gefallen. Ausgezeichnet. So, schön langgezogenes Teil. Das ist zweideutig, aber egal. Wir denken nicht so versaut. Ausgezeichnet. So. Dann dürfen wir gleich die ersten Kreaturen im Dungeon begrüßen. Indem wir die gleich mal auf den Hinterkopf schlagen. So. Na, wer ist der Erste? Der Erste ist eine Spinne. Ech, das wird gleich wieder so lustig werden, wenn die Spinnen wieder auf Fliegen raufgehen. Also wenn sie sich gegenseitig erwürgen wollen. So. Erstmal einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf. Erhöht ja bekanntermaßen das Denkvermögen. So, und jetzt noch einen. Oh, neue Kreatur. Fliege. Nee, Käfer. Okay. So, der muss immer auf seinen Hinterkopfklatsch. Auf seine Nackenstelle muss er erstmal verzichten. Weil ich bin gerade hier beim Trainingsraum am machen. Ja, das ist so, da kann man nichts dran ändern. Das muss jetzt so akzeptiert werden. So, da, boah, das ist der schönste Trainingsraum, den ich je gebaut habe. Und mein Gold fließt wieder in Strömen dahin. Wie war das letzte Mal nochmal? Das war eine ganze Katastrophe. Moment. Nein, verkaufen, dankeschön. Und neue Kreatur? Teufler! Oh, da haben wir schon den Teufler, sehr schön. Ausgezeichnet, Freunde, ausgezeichnet. So, dann bauen wir uns auch nochmal hier rein. Bauen wir hier auch noch, keine Ahnung, was hier reinkommt. Irgendwas Cooles auf jeden Fall. Oh yeah. Eine Bibliothek wäre das, würde es glaube ich nicht, eher nicht, weil die Bibliothek sollte ja immer in einem an einem Korridor gebaut werden und nicht direkt neben einem Trainingsraum, weil der Trainingsraum ist doch wirklich doch ein bisschen zu laut. Ein ganz kleines bisschen. Ja, dann meckern die Zauberer wieder von, viel zu laut hier, die jungen Kids von heute, du. Die sagen, nein, die jungen Kids von heute, die trainieren hier einfach so nebenan, das geht nicht. Sieh mal,
viel zu laut und alles. Nee. Zu meiner Zeit wäre es nicht gewesen. Ach Mensch, ich freue mich schon, wenn ich so als 100-Jähriger vom Altenheim stehe und in dieser Stimme den 80-Jährigen hinterher pöbeln kann. Oh ja, das wird schön. Okay, alles klar, Wunderbärchen. Wunderbärchen, oh Gott, ich bin ein Dungeon Keeper und sage Wunderbärchen. Ich muss gerade irgendwas Böses sagen. Pudding, verdammt, ist nicht böse genug. Pudding ist auch so ein Wort, das kannst du nicht böse sagen, ne? Habe ich zwar, glaube ich, schon mehrmals angesprochen, aber egal. Ist genauso wie wenn du den Ausdruck schön für dich, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du wirklich sagst, das ist wirklich schön für dich, das kann nicht ernst genommen werden, das wird immer sarkastisch aufgenommen. Das geht nicht. Das kannst du nicht ernsthaft sagen. Ist genauso wie wenn du aus irgendwelchen Gründen auch immer, rote Fruchtgrütze sagst. Das kannst du nicht erotisch sagen. Das ist unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Versuch das mal. Na gut, vielleicht nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber es hört sich trotzdem schräg an. Zum Beispiel kann ich ja nicht so sagen, ey, rote Fruchtgrütze. Es klingt komisch, es klingt einfach falsch. Neue Kreatur im Dungeon, das ist eine Dämonenechse, eine Dämonenechse. Sehr schön, sehr schön. Ich gucke gerade hier nach, wo ich eine Bibliothek hinbauen kann. Bauen wir einfach hier mal einen Gang runter. Und einmal mal so, zack, hier rüber. Sehr schön. Ja, wie viel kostet mir? Ja, 443. Okay, das geht ja noch, Freunde. Spaß hält sich in Grenzen, aber ja, doch. Das mit 443 Talern kann ich durchaus mit leben. So, wunderbar. Zack und zack. So, bekommen wir uns auch wieder einen neuen Raumtyp. Ich frage mich, welcher das wohl ist. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht mehr. Ich hab eine Vermutung. Ich will es aber nicht sagen. Ja, und wir kriegen diese neuen Raumtypen jetzt auf jeden Fall in dieser Mission. Ja, müssen wir mal gucken. So, wie sieht's eigentlich aus mit unseren Monstern? Oh, schon 4 Teufel, eine Dämonen. Ah, das sieht doch schon mal ganz akzeptabel aus. Ich kaufe nochmal 2 Impse. Oh, noch einen, so. Noch einen dritten dazu und 10 Impse haben wir jetzt und die können jetzt einmal hier den Gang freibuddeln. Ihr Idioten! Nee. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Egal, unser Goldvorrat wird trotzdem aufgestockt. Und, bis sie erstmal hier klug genug sind. Ich weiß, was wir hier reinsetzen können. Wir könnten hier einen Mehrfachraum rausmachen. So, das war zum Beispiel hier oben eine Handwerkskammer, einen Teil Handwerkskammer reinbauen. Wahrscheinlich werden wir dann wieder ein Gefängnis bekommen. Das kann man eben hier reinsetzen. Was war die anderen nochmal? Außenposten? Also ein Wachposten? Und das letzte muss ein neuer Raum sein, oder? Nee, das letzte war noch eine Brücke, genau. Genau, so war das. Eine Brücke war das. Aber ich meine, wir kriegen dennoch hier eine neue Raumoption. Bin mir echt recht sicher. Was ist das denn hier? Spinnenversteck. Sieht ja schäbig aus. Ich finde den Whirlpool dieser Teufel so genial, ne? Die setzen sich einfach in den Whirlpool und sagen, ja, das ist mein Zuhause. Ja, die sind super, die Viecher. Okay. Ach, Freunde. Kümmert euch wirklich mal hier um das Teil hier. Jetzt verlegt er Fliesen. Ich fass es nicht. Werden wir hier jemals hier einen Gang hier durchbauen können und hier jemals
niemals hier eine Bibliothek bauen können. Ich würde sagen, Leute, dieses Geheimnis lüften wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt diese Folge Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Ich bin wieder ein bisschen runtergekommen nach dem Fauxpas von Let's Battle TA Kingdoms, was ich da fabriziert habe. Egal. Ich will davon noch nicht so viel verraten. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, haut mal rein. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei. Wenn es ja als Let's Play Dungeon Keeper. Gut, darum würde ich sagen, tschau Leute, das ist mal für heute. Bis zum nächsten Mal, tschau, ein Martin, tschüss, der Gott, bis dahin.